Guten Tag und willkommen zurück hier bei Super Mario Maker 2. Story Mode, by the way. Es geht weiter mit der Yamamura-Mission. Und mal schauen, was er dieses Mal für uns hat. So sieht man sich wieder. Ich habe noch einen Auftrag für dich. Auf zu besseren Gefilden. Schwierigkeit 4 Sterne. Und wir kriegen sogar ein Shirt. Nice. Bei meinem morgendlichen Joggingflug fand ich mich plötzlich in einem Schwarm von Kanonenkugeln wieder. Sie fliegen wohl Richtung Süden, um dort zu überwintern. Könntest du sie vom Himmel holen? Nice. Cooler Joke. Moment mal, könntest du sie vom Himmel holen? Ich dachte, wir müssten jetzt irgendwie... Ich dachte, wir hätten jetzt hier eine... Eine Zielvoraussetzung. Irgendwie, dass wir auf so und so viele Kanonenkugeln springen müssen. Nein, müssen wir nicht. Aber wir müssen sowas hier machen. Alles klar. Ja, RIP. Aber Moment mal. Ich kann auch ohne Schuh weiter. Dann muss man ein bisschen genauer sein. Na, alles klar. Was soll eigentlich das an der Seite sein? Ich habe irgendwie immer gedacht, okay, es ist ein Flügel oder sowas. Aber nee, das ist so ein Aufzieher, ne? Wie bei so einer Spieluhr. Oder? Ach, fuck. Vielleicht sollte ich nicht so viel über dieses komische rotierende Ding... Luigi, ne? Halt dein Maul. Vielleicht sollte ich nicht so viel über das komische weiße Ding am Schuh nachdenken. Sondern meine Aufmerksamkeit ein bisschen hier dem Spiel widmen. Ich glaube, man kann ja auch sehr ungenau sein mit dem großen Schuh. Und vor allem muss man nicht auf jede Kanonenkugel springen. Und das kann es nicht sein. Das war mir schon so klar, dass ich da in diese, bei diesen schrägen Scheißkugeln, dass ich da den Schuh verliere. Es wäre ganz cool, wenn man nicht so spackig rumblinken würde. Das hat es mir nämlich gerade echt schwer gemacht, da die Kugel zu treffen. Aber naja. Ich will jetzt nicht rumheulen. Ach, komm her. Ich will jetzt nicht rumheulen. Das ist ein cooler Level. Sehr... Oh Mann. Sehr anspruchsvoll. Und auch eher mein Geschmack als da dieses... Mit den Wolken, dieses komische. Nur ich stelle mich gerade wieder richtig dumm an. Vielleicht soll ich mal Steuerkreuz benutzen. Weil ich habe auch bei dem Stick habe ich auch so ein bisschen Schiss, dass man das dann die ganze Zeit in der Aufnahme hört. Ach komm, ich benutze den Stick jetzt einfach vernünftig. Und wenn man es in der Aufnahme hört, dann tut es mir leid. Dann muss ich da noch was einstellen. Obwohl, ich habe da erst jetzt was eingestellt. Eigentlich müsste das so passen. Man dürfte den kaum hören.
Selbst wenn ich hier so gegenschlage, so gegenflicke gegen die Wände von diesem Thumbstick. Naja, was soll's. Wir haben es geschafft. Und kriegen dafür 36 Coins und das Yamamura Strickhemd. Cool. Alles klar. Gibt's hier sonst noch was? Ja. Der lila Toad hat etwas für uns. Danke, dass du uns gerettet hast. Dieser Bowser und seine Spießgesellen sind einfach unverbesserlich. Tja, wie dem auch sei. Wenn wir diese harten Blöcke kaputt kriegen würden, könntest du gegen die Fragezeichenblöcke darüber springen. Starry-Panzerbeschaffung. Diese Fragezeichenblöcke werden von den nervigen harten Blöcken darunter blockiert, aber selbst harte Blöcke sind nicht unkaputtbar. Mit einem Starry-Panzer auf dem Kopf wäre das selbst für mich ein Kinderspiel. Alles klar. Schwierigkeit 4? 4 Sterne? Ich bin mir jetzt unsicher. Ich kann ja nochmal schauen. Nein, 3 Sterne. Alles klar. Wobei ich jetzt irgendwie nicht das Gefühl habe, dass das ein allzu schwieriger Level wird. Was wird das hier? Ach so, ja, ich bin dumm. Oh Mann, ey. Gut, ich hätte mir das jetzt links noch öffnen lassen können, aber was soll's. Die 10 Coins brauchen wir nicht. Ah, okay. Schlangenblöcke. Finde ich nice. Weil, wie schon in einem der letzten Parts gesagt, ich bin ein sehr großer Freund von den Schlangenblöcken. Einfach, weil man sich da ein bisschen beeilen muss. Weil man da ein bisschen mitdenken muss und nicht einfach durch den Level rennen kann. Ach komm, ey, geh weg. Okay. Nice. Oh, den kriege ich. Den kriege ich. Nice. Oh, das ist aber sehr knapp. Ich meine, man muss ja sogar noch rüberlaufen. Um das Ding dann einzusammeln. Ja, okay. Wäre da drüber noch ein Powerblock gewesen, ein versteckter, oder wie? Wie soll man da rankommen? Oder vielleicht durch unsichtbare Blöcke. Das kann auch sein. Naja, was soll's. Wir haben den Stachypanzer geholt. Und können somit jetzt die Blöcke wegmachen. Dürfen wir das auch machen, oder sind die jetzt einfach weg? Ah, er macht das. Okay. Na gut. Das Buntglas ist fast fertig. Es braucht nur noch 3 Hammer. Was ist das denn jetzt? Superballblume, neues Element erhalten. Du kannst beim Levelbau im Spielthema Super Mario Bros. Verwenden. Nice. Finde ich cool. Oh, Superball Mario Hut. Neue Baumeisterkleidung erhalten. Du kannst sie in Level aus aller Welt verwenden. Und Superball Mario Anzug. Cool. Also sehr optional das Ganze. Und da unten ist jetzt... Hä, aber das kenne ich doch. Habe ich irgendwas gefailt?
Habe ich irgendwas nicht gespeichert? Ach du Scheiße. Da muss ich vielleicht nochmal nachschauen. Oder hat er sich einfach umgesetzt, der Roboter? Weil, dass da unten ein Roboter ist, das weiß ich. Und das müsstet ihr eigentlich auch wissen, weil ich habe hier nichts alleine gespielt. Dann muss der vorher hier gewesen sein, oder nicht? Nein. Ah ja. Ja, stimmt. Hier war Mauritius. Na gut. Dann frage ich mich aber immer noch, warum können wir da nicht zum Roboter? Ach, keine Ahnung. Ich werde es mir mal ansehen in den Parts, die ich vor der Pause aufgenommen habe. Und da werde ich es dann schon sehen. Ja. Und werde ich euch mal das Ergebnis mitteilen, was ich da so gefunden habe. Weil ich bin mir echt sicher, dass ich den Roboter schon kenne. Sammle alle Münzen. Okay. Brauchen alle Münzen. Lassen die Münzen fallen? Nein. Okay. Dann hätten wir nämlich auch noch alle Gegner killen müssen. Weil ich denke, dass die dann auch darunter gezählt hätten. Ja, gut. Die Blöcke sind jetzt kein allzu großes Hindernis. Sie sind halt... Naja, sie sind halt eher nervig als irgendwie ein Hindernis oder so. Ja, okay. Schade. Den konnten wir leider nicht direkt wegmachen, aber brauchen wir auch nicht. Ach, da unten hätten wir einen Feuerball reinwerfen können. Okay, ja gut. Na gut. Na komm her. Komm her rüber, mein Freund. Alles klar. Nice. So können wir ihn wegkriegen. Ha! Früher oder später kriege ich dich dann doch. Oh, was? Okay. Na gut. Der kommt einfach wieder zurück. Kann man sich eigentlich selber mit den Feuerbällen treffen? Ich glaube nicht. Nein. Nein, kann man nicht. Wie viele Feuerblumen es hier gibt. Jetzt übertreibt das halt nicht. Hau ab. Ich sage, hau ab. So. 110 extra Coins. Da man hier sowieso 100 Coins sammelt, ist das schon krass, dass man hier dann ein Grundgehalt von 150 hat. Aber ich glaube, wir brauchen die sowieso nicht mehr, die Coins. Also, sowieso egal. Aufträge, ja. Flucht aus der Wirbelwindhöhle. Meine Reisen führten mich einst in eine wundersame Höhle. Sie war ganz tief und voller Wirbelwinde. Kannst du, wie ich, damals am tiefsten Punkt in einen Wirbelwind B drücken, um rechtzeitig zu entkommen? Vom todesmutigen Forscher. Alles klar. Ist das Scrolling? Oder wie darf ich das verstehen?
Nee, ist jetzt kein Scrolling. Ich glaube, die Wirbelwinde können einen auch nichts anhaben. Also scheint das jetzt nicht so schwer zu sein, das Level. Ja, sagt er und ließ sich treffen. Na, ich weiß nicht, ob ich da drauf kann. Ich kann, ich glaube, ich kann spinnen. Ja, nice. Na, Moment. So. Alles klar. Checkpoint. Also ich weiß nicht, ob das 2 Sterne verdient hat. Würde sogar eher sagen, dass das 1 Stern ist. Das ist jetzt nicht so der krasse Shit. Man muss halt ein bisschen mitdenken, aber das war's dann auch. Na komm. Mach auf da. Hau ab. Oh, so langsam geht mir die Zeit aus. Oh, Moment. Komm, mach kaputt. Nein. Ja. Ja, nur noch einer. Der war doch drunter. Hallo. Boah, ey. So, jetzt aber. Zack. Alles klar. Da wäre sogar noch eine 10er-Coin gewesen, aber das ist zu riskant. Nur für 10 Coins. Da holen wir uns lieber die 10 Coins hier ab. Nice. Und ich denke, ein Level schaffen wir sogar noch. Womit das Castle dann zu 100% abgeschlossen wäre. Was ist denn jetzt schon wieder? Es gibt ein Problem, Mario. Ja, es war mir schon fast klar. Wir sind hier kurz vor einer Massenpanik. Vor allem ich. Also lies mal ganz diskret das hier. Abrechnung mit Meowser. Es ist eine Katastrophe. Die Bauleiterin ist von Bowser entführt worden. Ohne sie werden wir das Schloss nie fertig bauen können. Was sollen wir nur tun? Du musst sie retten, koste es, was es wolle. Schnell, ich flehe dich an. Ist doch fast fertig. Ihr habt doch die ganze Zeit ohne sie gearbeitet. Die stand doch die ganze Zeit da nur rum. Wisst doch, was er machen soll. Jetzt setzt die letzte Fliese und dann fertig. Ja, okay, ich hol sie. Muss ich? Okay. Hätte ja sein können, dass mich das da einquetscht, aber nö. Glücklicherweise nicht. Oh, ich bin so ein Idiot. Stirb. Die hässlichen Drecksäcke, ey. Komm, gib her. Ah, okay. Ich habe mich gerade schon gefragt. Moment mal. Wie merkt man denn, ob der noch im Hintergrund ist oder ob der schon im Vordergrund ist? Aber wenn er im Vordergrund ist, hört er auf, sich zu drehen. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Okay, dann nach links brauchen wir jetzt nicht. Hallo? Okay, gibt's hier rechts ein Power-Up? Nö, aber das Ziel, oder wie? Okay, wir können einfach weiter. Na gut.
Ja, na gut. Den Pilz haben wir jetzt nicht gebraucht. Ach. Was ist das andauernd mit diesem hässlichen Kart? Es kann doch nicht sein, dass ich mich andauernd verspäte mit dem Knopf drücken. Das muss doch generell irgendwie komisch sein mit dem Kart, dass das irgendwie verzögert ist oder wer weiß was. Keine Ahnung, was mit dem Scheiß los ist. Naja. Drück ich halt ein bisschen eher. Also nicht ein bisschen R, sondern ein bisschen eher. Fuck, ey, das kann es nicht sein. Ja, hätte ich gewusst, dass es da nicht weitergeht oder dass man denn nicht zurückgebounced wird, dann hätte ich auf die... Ich hätte auch auf die 30er-Coin geschissen, also ganz ehrlich. Die hätte ich nicht gebraucht. Die hätte ich echt nicht gebraucht. Warum jumpt er dann nicht automatisch da hoch, sondern wird zurückgeschlagen? Was soll das? Ja, komm. Reißen wir uns jetzt mal ein bisschen zusammen. Ich will hier nicht Game Over gehen. Jetzt mal ein bisschen bemühen hier, ne? Ich denke, ich war nämlich schon fast durch. Und jetzt muss ich hier schon wieder so fett rumhampeln, weil da diese beschissene 30er-Coin so auf cool tun musste. Ah, jetzt. Okay, hier. Hier ist die Stelle. Hab mich gerade schon gefragt, wo es nochmal war. Das Bescheuertes. Ah, okay. Er ist instant down. Na gut. Gibt's ein Power-Up? Ja, ein Pilz, aber naja. Wir sind halt schon groß. Bowser schon wieder. Entschuldigung, Miauser. Ach komm, ey. Nerv nicht. Nein. Oh, Moment. Den nehmen wir mit. So. Geh halt da rein. Meine Fresse. Okay. Powerblock. Komm halt her, versteck dich nicht im Hintergrund. Ernsthaft jetzt? Was soll das? Hallo. Ja. Scheiß Drecksack, Alter. Okay, hier ist noch einer. Ach komm, ey. Stirb jetzt weg. Stirb jetzt weg. Hau ab. Als ob er davon nicht getroffen wird. Nee, Alter. Und da ist er down. Meine Fresse. So was Nerviges. 50er Coin. Und raus hier. Alles gut, Toddett. Ich bin da. Kann man es eigentlich auch im eigenen Level machen? Einen Käfig platzieren mit jemandem?
Es gibt ja mittlerweile diese Superwelten, da wäre es auf jeden Fall echt geil. Und meiner Meinung nach auch notwendig für eine gelungene Welt. Dass man irgendwie jemanden retten muss oder irgendwie was abschließen muss generell. Naja. Puh, endlich wieder frische Luft. Ich werde dir ewig dankbar sein, Mario. Aber viel wichtiger, das Buntglas müsste mittlerweile fertig sein. Zeit für die große Enthüllung. Jawohl. Mega geil. Und damit ist das Schloss fertig gebaut. Das neue Schloss ist fertig. Ich erschaudere fast vor dieser Pracht. Damit ist mir ein Platz in den Geschichtsbüchern so gut wie sicher. Aber genug von mir. Wir müssen schnell Prinzessin Peach abholen. Oh, was für ein wunderschönes Schloss. Das war sicher ein hartes Stück Arbeit für euch alle. Vielen Dank, Mario. Oh, und er kriegt nach langer Zeit auch mal wieder einen Kuss. Und zwar vernünftig irgendwie auf der Backe. Und nicht wie. Wo war es nochmal? Ah, war es vielleicht sogar in Super Mario Bros. U? In New Super Mario Bros. U, sorry. Irgendwo hat er einen Kuss auf die Mütze bekommen, was so. Richtig unnötig war. Ja. Und da feiern sie alle ab. Nein. Nein, Hund! Nein, nicht die Rakete! Ey, warte! Du Drecksau, komm zurück! Du trittst nicht da drauf. Ja. Der Story-Modus war cool. Dass man halt immer diese Münzen sammeln musste, um die ganzen Stücke zu bauen. War echt cool überlegt. Ich fand auch cool, dass dass Nintendo sich ein bisschen mehr getraut hat, wie ich schon mal gesagt habe. Und dass es nicht eben nur diese Standard-Level waren, wodurch man rennen musste, sondern dass viele Level auch bestimmte Gimmicks hatten. Ist auch gut, um die Leute zu motivieren, beziehungsweise zu inspirieren, besser gesagt, um eigene Level zu bauen, die vielleicht dann diese Idee weiterführen oder die Ideen kombinieren und damit noch ein besseres Level zu machen. War auf jeden Fall sehr cool. Ja. Ich weiß nicht, was ich noch großartig dazu sagen soll. Außer es hat auf jeden Fall viel Spaß. Ja, doch. Es hat viel Spaß gemacht. Klar, hat es viel Spaß gemacht. Ich dachte gerade, ich hätte den Satz falsch gesagt. Aber nee. Never mind. War schon richtig. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll, außer es hat viel Spaß gemacht und wir werden auf jeden Fall noch die restlichen Level zocken, die es so gibt. Und ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei, wenn wir das Ganze hier vernünftig abschließen. Was mir gerade einfällt, was vielleicht so zwei kleine Kritikpunkte sein könnten, es war mir ein bisschen zu einfach an vielen Stellen. Gerade dieser kurze Level mit den Knochen trocken, das hätte man etwas länger machen können, dass man sich da oder halt die Zeit kürzer machen können. Entweder ein Level länger oder die Zeit kürzer, eins von beiden, damit es halt schwerer ist. Oder generell, ich meine damit generell die Level, einfach
die Level ein bisschen länger oder das Zeitlimit kürzer oder generell schwieriger gestalten. Und was mir auch aufgefallen ist, man hatte zu jeder Zeit genug Münzen. Das hätte man ruhig ein bisschen knapper machen können, weil wir hatten jetzt zum Schluss, ich glaube, 2000 Münzen übrig. Und das ist schon einiges. Hätten wir jetzt, keine Ahnung, 300 oder 500 gesagt, hätte ich ja gesagt, ja, okay, komm. Ist gut bemessen, da muss man halt nicht andauernd farmen, weil ich habe ja auch Offcam ein bisschen gespielt. Aber es sind noch so viele Level übrig. Das ist auf jeden Fall, man hat so viele Münzen bekommen. Hat eindeutig so viele Münzen bekommen. Ja, alles klar. Damit haben wir den Bauarbeiteranzug und den Superarmor freigeschalten. Gratulation zur Fertigstellung des Schlosses. Aber selbst wenn du im Abenteuermodus schon alle Level kennst, in Super Mario Maker 2 kannst du deine eigenen Level bauen. Also worauf wartest du? Setze deine Ideen um und lasse deiner kreativen Energie freien Lauf. Na gut. Der Part ist jetzt etwas länger geworden als geplant. Aber 30 Minuten gehen noch voll fit. Schauen wir erstmal, was uns dann in den nächsten Parts noch so erwartet. Ja, 91 Level erwarten uns noch und sogar noch ein paar 4-Sterne-Level. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Also, wenn ihr Bock habt, schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Und, ganz wichtig, Like und Abo dalassen, falls ihr noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.